Hi, ich bin Menu. Ich zeige euch heute mal mein Studio. Kommt rein. Hier ist mal so am Eingang von meinem Studio. Hier sammle ich ein bisschen so die Awards und Auszeichnungen. Und in meinem Studio war bisher Bowser, AZ, Dardan, Hava, Monet, Mike Singer, Pietro Lombardi, solche Leute halt. Und hier mache ich auch die Mixe, hier produziere ich zu Ende für Duratadora oder Raf Camora. Und genau, da sieht man auch zum Beispiel ein paar Auszeichnungen hier. Raf Camora, Bones MC, Blaues Licht, Hotel von Dardan und Monet, ein paar Dardan-Sachen hier auch noch. Genau. Hier sitze ich, hier ist mein Platz, hier mische ich alles, produziere alles. Hier schreiben wir oft Songs, machen Sessions und so weiter. Die Akustikelemente, die hier oben, wo praktisch überall LEDs eingelassen sind, die habe ich mir selber gebaut. Ich habe hier das Studio entwerfen lassen von einem Store-Designer. Der macht eigentlich eher so ein bisschen verschickte Konzepte für so Shops oder Museen oder was weiß ich. Ich habe da jetzt nicht extra einen Akustiker kommen lassen oder so, sondern einfach so ein bisschen nach meinem Wissen oder so das so ein bisschen aufgehängt, wie ich halt dachte, wie sich's gut anhört. Der Studiotisch, den habe ich aus Spanien, Curuxa Customs heißen die, mit C. Ist richtig geil, die sind nicht teurer als andere, aber da merkt man richtig so von der Verarbeitung und so. Die haben hier auch immer so noch so Polster eingelassen an der Seite und so. Ich glaube, es von der Akustik her auch jetzt nicht verkehrt. Und ja, hier ist mein Digitalpiano, dass man so ein bisschen noch mit Pedal und so spielen kann. Die Monitore sind von Dynaudio, die habe ich seit über 10 Jahren. Das sind die BM12 MK3. Andere würden jetzt sagen, boah, nur mit ATC oder voll die teuren oder so. Aber die Boxen habe ich mir irgendwann gekauft und ich liebe die einfach. Also ich komme mit denen einfach super zurecht und habe auch echt Schiss, dass die mal kaputt gehen. Weil wenn ich in anderen Studios bin oder so, für mich klingen die einfach immer top und ich weiß, wie es sich dort anhören muss, damit es woanders auch gut klingt. Die haben damals, glaube ich, 2000 Euro im Paar gekostet. Und ja, ich bin damit mega zufrieden auf jeden Fall. Als Interface habe ich eben Apollo, also auch auf Universal Audio. Arbeite eigentlich immer auch nur, wenn ich recorde, habe ich eben diesen Vorverstärker hier. Genau, auch von Universal Audio. Den Distressor habe ich noch, da waren wir in Santorini und da war der und alle haben gesagt, boah, das ist so toll. Habe ich mir das auch gekauft, aber habe ich dann einmal benutzt und dann auch wieder abgestöpselt. Den Gold Mic habe ich auch noch nie benutzt eigentlich, der hat noch nicht einmal Strom gesehen. Und die Sachen hier rechts haben auch noch nie in ihrem Leben Strom gesehen. Genau, sonst gibt es nichts Spezielles mehr, einfach ein MIDI-Keyboard von Alesis. In der Booth mikrofonmäßig habe ich ein TLM 103 und das U87. Das TLM 103 ist mittlerweile fast 20 Jahre alt und das benutze ich halt noch so als Reisemic. Das ist also auch schon total verdellt und alles mögliche, aber es hält einfach immer noch und macht immer noch gute Aufnahmen. Aber hier arbeite ich immer nur mit dem U87. Für mich ist das auf jeden Fall ein super Mic. Der eine sagt brauner, der eine dies, der andere das. Aber für mich klingt eben Neumann wirklich gut und passt halt für jede Stimme einfach. Das wär's zur Hardware. Mit 16 bin ich von Fruity Loops auf Cubase geswitcht und mache da eben alles von der Produktion, Recording, Mix, alles. Und ich zeige euch jetzt einfach noch ein bisschen, welche Plugins sonst ich benutze. Also wie ich schon gesagt habe, ich arbeite mit Cubase. Das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Ich habe mich da so dran gewöhnt, an die Bedienung und alles drum und dran. Da bin ich einfach schnell. Wenn wir Songs schreiben, produziere ich da drin.
und nehme dann auch drin auf und mix das Ganze auch dann dort. Also ich habe nichts, wo ich sagen würde, boah, das benutzt aber jetzt keiner. Also ich bin nicht so ein Typ, der so ewig nach Plugins sucht und so, sondern ich arbeite eigentlich immer so mit den Standardsachen. Ich bin niemand, der jetzt eine Stunde lang vor so einem Plugin sitzt und da an jedem Knopf dreht und guckt, was da rauskommt. Für mich steht immer so diesen Song halt in den Vordergrund zu bringen und jetzt nicht durch irgendwelche ganz krassen Sounds oder so. Deswegen, also für Klaviere und so weiter nehme ich oft eben Keyscape einfach. Ja, Synthes, zurzeit arbeite ich oft mit Spire. Pigments tatsächlich gerade auch viel, benutze ich oft für so Pads und so weiter. Sind auf allem jedenfalls so auch so ein paar speziellere Pads und so weiter drin. Dann auch, was ich ganz viel benutze, wie glaube ich viele, ist Omnisphere. Immer noch Klassik einfach und man entdeckt immer wieder einfach neue Sachen. Contact benutze ich auch öfter. Da habe ich zum Beispiel jetzt dieses 40s Very Own Keys letztens geholt. Finde ich auch ganz nett. Sind auch ein paar coole Pads und Keys dabei. Dieses Scorch, was im Internet so gehypt ist, habe ich mir letztens geholt. Genau, auch ganz nett. Habe ich auch schon die ein oder andere Produktion damit gemacht. Kompressoren benutze ich auch sehr viel von Waves. Für Stimmen ist auf jeden Fall immer der A-Kompressor dabei, auch von Waves. Hier diese C1, den benutze ich auch eigentlich immer. Dann von Universal Audio benutze ich auch immer auf den Stimmen meistens hier diesen Electronics oder wie der heißt. Eigentlich für sehr viele Sachen benutzt. Das ist hier der von Universal Audio. Den habe ich hier auch als Hardware und der ist aber auch sonst für so ein bisschen Verzerrung und so ganz nice. Dann benutze ich sehr viel von Ozone, diesen Exciter hier. Der ist auch für Stimmen und so weiter sehr geil, gerade für so künstliche Obertöne und so. Hier oben in dem Bereich gebe ich da immer ein bisschen was dazu. Hall benutze ich, habe ich jetzt eigentlich voll jahrelang fast nur den R-Verb benutzt, von Waves auch. Ich gebe den Hall aber meistens immer als Soundeffekt und tue den dann nochmal de-essen und EQ'en und andere Effekte drauf. So kann man sich eigentlich aus jedem Hall, ja, den Hall, den man braucht, bauen. Aber was ich auch oft benutze, auch wie jeder, ist eben Valhalla. Und was ich auch oft für Instrumente benutze, ist der Revelation von Steinberg selber. Der gefällt mir auch sehr gut. Da habe ich auch noch nie irgendeine Einstellung ausprobiert, sondern ich mache den auf und das war's. Also ich tue oft auf Instrumente dann ganz viel Hall drauf und mache die ganz leise, dass die nur so ein gewisses, was weiß ich was, dazu machen. EQ ist mein absoluter Favorit von Steinberg. Ich benutze eigentlich fast nur diesen EQ, weil das eben auch ein dynamischer EQ und da hat man echt sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Der funktioniert für mich einfach top. Das ist so mein Lieblings-EQ. Und von Waves noch der AEQ auch aus dieser Serie. Aber den benutze ich eigentlich immer nur so am Anfang der Kette quasi, um so breitbandig irgendwas so ein bisschen voreinzustellen. Und genau, aber so wenn es ins Detail geht, nutze ich eigentlich nur den hier von Steinberg. Das sind so meine Lieblings-Plugins für Mix. Wenn man jetzt noch von Stereo-Verbreiterung oder so, dann nehme ich oft den Ozone Imager. Klingt sehr nice. Dann den Doppler hier von Waves auch. Der hat halt ein bisschen, also das ist kein klassisches Stereo-Verbreiterung nur, aber der hat auch einen recht coolen Sound. Du musst halt immer gucken, ob für die Snare nimmt man jetzt das, für das andere eben das. Für Stimmen dann oft halt noch den Microshift. Genau, das wäre es eigentlich. Was ich auch oft nutze für Instrumente und so weiter, ist eben zum Beispiel von Output, da gibt es ja Portal, Movement, Thermal und so weiter. Das sind so ein bisschen verschicktere Plugins. Kann man mal ein bisschen was dazu tun und dann auf einmal passiert was. Nach wie vor arbeite ich auch immer wieder mit Effect-Tricks. Immer wieder, wenn man so einen Stutter braucht oder mal auf einem Bass so einen Reverse oder so. Aber ihr seht, alles so relativ Oldschool-Plugins.
Und genau, mit dem K-Clip arbeite ich auch ab und zu, wenn ich einen Clipper brauche. Der ist ganz geil eigentlich. Je nachdem, was man braucht, gibt es auch noch viele andere Sachen. Alterboy und was auch immer. Aber das sind so meine Go-To-Plugins eben, mit denen ich hier arbeite. Was auch für mich mittlerweile unerlässlich ist, ist Vocaline. Bevor ich halt einen Mix mache und so, ist Editing halt übel wichtig. Da benutze ich eben Vocaline viel. Und genau. Das war's von meiner Studiotour. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns irgendwann. Bis bald.